Hallo liebe Community, Zuschauer, Freunde und Abonnenten. Ich möchte hier eine Ankündigung machen und zwar für das kommende Jahr 2022. Kurz und bündig, ich höre auf. Warum? Ich höre auf, auf YouTube weiteren Content hochzuladen. Ich habe mich schon lange damit beschäftigt, Wirklich YouTube den Rücken zu kehren, weil auch äh, im Nachhinein vor Monaten oder äh, im letzten Jahr äh, Dinge einfach zensiert worden sind, zum Beispiel eine meiner Musiken, die angeblich urhebergeschützt sind, also Eigenkompositionen oder auch Deconstructions, wo ich äh, eine Coverversion oder Coverversionen äh, erstellt habe, die dann im Nachhinein mal einfach mal ganz schnell eben weggelöscht worden sind. Da habe ich auch Widerspruch eingelegt und teils Erfolg gehabt. Auch hat die deutsche Bundesregierung in diesem Jahr, im Mai 2021, auch ein neues Gesetz erlassen, welches, ja, ich sag jetzt mal, ganz scharf ist. Und zwar möchtet ihr als Let's Player ein Content äh, hochladen, kann der Spielehersteller Einspruch einlegen und äh, ja, dein Content löschen lassen von YouTube, um es mal ganz hart zu formulieren. Das gab es schon immer, doch das ist jetzt verstärkt worden. So, was betrifft es es eigentlich? Wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier mal auf meinem Kanal gucke, da habe ich natürlich sehr viele Uploads von... Äh Gothic, Piranha Bytes, die haben ja nichts dagegen, äh, dass man Let's Plays hochlädt, aber bei anderen Spielen ist es fraglich, da müsste man eigentlich immer um Erlaubnis äh, bitten und so weiter und so fort. Also auch äh, hier solche Musiken, da war etwas, ach ja, hier Robots, äh, The Robots, New Lyrics, das habe ich total dekonstruiert. Ja, da habe ich dann Erfolg gehabt beim, ähm, beim, äh, beim, ja, beim Einspruch, beim Widerspruch. Und äh, zum Beispiel sowas hier. Das darf natürlich nicht mehr hochgeladen werden. Ne? Also wenn ihr Content, äh, fremden Content hochlädt lä auf eure Seiten, dann gibt es sofort also sehr verschärften Strike. Und äh, mir ist auch aufgefallen, dass im Nachhinein äh, sogar Content noch zensiert wird und auch gelöscht wird. Und ich muss euch sagen, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Was vorher erlaubt worden ist, wird im Nachhinein zensiert und/oder gelöscht. Am 5. Januar 2022 wird eine neue Nutzungsbedingung von YouTube in Kraft treten. Da will ich jetzt nicht äh, en detail drauf eingehen, sondern einfach nur darauf hinweisen, was hier äh, äh, neu sein wird. Ich gehe mal auf die wichtigsten Geschichten rein. Ja, ich weiß, ob ich das gut finde oder nicht, auch sowas. Ne? Und zwar Identitätsziebstahl, Spam, irreführende Praktiken, äh, das ist alles klar. Äh, Thumbnails, das ist interessant. Also wenn ihr Thumbnails zu eurem äh, Content drauf macht, ne, wo ich erwarte als Zuschauer, bevor ich den Film starte, dann habe ich eine Erwartungshaltung. Und wenn da überhaupt nichts ist, was dem Thumbnail entspricht, das kann auch ein Motiv sein, äh, dann... Äh, ist das deren äh, Berechtigung, das zu anzumahnen? Weiter, was haben wir denn noch? Gut, okay, Schuss, das ist alles klar. Ähm, was haben wir denn noch? Fehlinformationen. Fehlinformationen über Wahlen, also die ganzen politischen Geschichten, medizinische Fehlinformationen und so weiter und so weiter. Wenn zum Beispiel du eine Meinung hast, Ne, die darfst du nicht mehr kundtun. Was wir ja auch durch diesen Dislike-Button, der jetzt äh, gelöscht worden ist, beziehungsweise deaktiviert worden ist, ähm, im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Meinungszensur. Gut, okay, ich, ich reiße es nur kurz an. Richtlinien zur Fehlinformation, was bedeutet das für dich? Was ich auch interessant finde: Verhinderung der Teilnahme an einer Volkszählung, manipulierte Inhalte. Wer darauf Lust hat und ich würde auch wirklich dazu raten, das mal wirklich mal durchzulesen. Es gab aber noch etwas, was mich ein bisschen verwundert hat. Moment, das sind die Richtlinien zu den Thumbnails. Ganz kurz gesagt, was bedeutet das für dich? Thumbnails mit Porno ist klar, darf nicht rein. Aber interessant ist äh, Thumbnails, wie ich ja eben schon erwähnt habe, die die Zuschauer im Glauben lassen, dass sie etwas sehen werden, was nicht im Video enthalten ist. Davon gehe ich aus, wenn ich zum Beispiel ein Thumbnail für mich selber kreiere. Ja, es ist ne, viele Leute, die machen ja ihre eigenen Thumbnails mit ein bisschen Action und solche Geschichten. Das ist natürlich sehr schwammig hier auch formuliert. Und äh, ganz wichtig ist natürlich auch, bitte beachte, dass dies keine vollständige Liste ist. Also die können also im Grunde genommen eigentlich alles willkürlich, mein Eindruck, zensieren oder sperren oder claimen oder wie das nicht alles heißt, äh, wie die halt eben lustig sind. Ne? Deswegen habe ich auch seit schon ein paar Monaten... Einige neue Kanäle in Vorbereitung bzw. ein Pendant zu YouTube. Den könnt ihr hier noch finden. Also Odyssey nennt er sich und äh, das, was dort passiert, ist ganz anders. Ich stelle mal euch meine Kanäle vor. Und das sind meine Odyssey-Kanäle, aufgegliedert nach Themen. Und hier unten ist auch das Gothic Gaming. Aber gucken wir uns doch mal die Themen an. Als erstes Retro Arcade Games. Wenn ich wissen will, was ich äh, hier erwar zu erwarten habe, kann ich einfach über das übergehen, über diesen Punkt über. Die Geschichte der Arcade-Videospiele, alte 8 und 16-Bit-Computer und Konsolen, Filmdokumentation, Spiele, Programme per Emulator gezeigt. Das auch noch ein bisschen in Englisch. Und hier nochmal meine weiteren Kanäle, die ich immer hier standardmäßig noch drunter habe. Dann der nächste Kanal. Hier sind so meine Eigenkompositionen, auch eigens gemachte Musikvideos, meine Eigenkompositionen und auch Cover von einigen Geschichten. Und hier wird auch ziemlich deutlich, was ich denn so für eine Musikrichtung präferiere. Hauptsächlich elektronische Musik mit Synthesizern. Ja, und wenn ich mal keinen Nerv habe auf irgendwas Anspruchsvolles, dann spiele ich mal Flipper auch als Emulator. Ich durfte aber auch mal bei einem Kollegen dabei sein, der einen echten Flipper hatte und diesen ausprobieren. Da habe ich auch so ein kleines kurzes Filmchen gemacht. Das wäre dann dieser Kanal. Was ich gerne mache, ist auch Musikstreaming. Das lässt sich hier auch alles schön veröffentlichen. Wie schon gesagt, das ist ein unzensierter Kanal. Hier kann ich also meine Musikstreams hochladen. Und äh, auch von DJ-Kollegen, die, die mir das erlaubt haben. Ja, und hier könnt ihr auch, <laughs> auch meinen äh, mein Musikstil erkennen. So, ich stehe auch so also ein bisschen auf 80er Jahre Musik und äh, naja, Dark Electro, Batcave und äh, ja, also richtig schöne, nicht so eine Allgemeinmusik, so wie Schlager oder sowas. Das ist überhaupt nicht so mein Ding. Und hier ist mein Gothic-Kanal, den ich jetzt auffüllen werde. Beziehungsweise auch schon aufgefüllt habe mit teilweise auch mit den Tipps und Tricks und einigen anderen Geschichten. Und das ist auch der Grund, warum ich euch herzlich gerne meinen neuen Odyssey Gothic Gaming Kanal ans Herz lege, weil der wird ab Januar 2022 meinen alten YouTube Kanal ablösen. Also auf YouTube gibt es keinen Gothic Content mehr, sondern ausschließlich nur auf Odyssey. Weitere Folgen von Gothic 2 Odyssey im Auftrag des Königs werden hier natürlich fortgeführt und schon früher veröffentlicht, also bevor offiziell auf YouTube die Folgen terminlich aktiviert werden. Auch hier könnt ihr mehrere Informationen erhalten in altgewohnter Manier. Hier ist der Community Button sozusagen, der hier Gemeinschaft heißt. Und dann könnt ihr euch auch dort drin verewigen. Und äh, ja vorausgesetzt, ihr seid bei Odyssey registriert. Und deswegen auch mein kleines Video dazu, um halt eben für mich Werbung zu machen. Warum ich mich für Odyssey entschieden habe? Odyssey ist kostenlos, bedingungslos und restriktionslos. Und außerdem ist dieser speziell ausschließlich nur für die Community, was man hier an diesem Unterstützen-Button sehen kann. Wenn ich jemanden unterstützen möchte, angenommen, ich bin bei jemand anderen auf einem Kanal oder auf einem ähm, Film, kann ich ihn sozusagen auch unterstützen. Das kann ich zum Beispiel entweder für den ganzen Kanal machen oder hier für dieses einzelne Filmchen. Da gehe ich hier drauf und sage, okay, ich kann denjenigen mit einem Libri, mit fünf Libris oder mit 25 Libris unterstützen oder benutzerdefinierte. Diese Libris sind Einheiten, so zu vergleichen, mit Bitcoins. Das Registrieren auf Odyssey dürfte wohl vielen bekannt sein, nach der alten Manier, mit einer E-Mail, mit einem Passwort. Und falls ihr schon einen YouTube-Kanal habt, könnt ihr euren YouTube-Content, also den gesamten Content, mit... Synchronisieren. Das heißt, der ganze Content, den ihr auf YouTube habt, wird sozusagen mit auf euren frisch erstellten Odyssey-Kanal mit übernommen. Das ist eins der vielen Vorteile von Odyssey. Nachdem ihr euch E-Mail technisch registriert habt mit eurem individuellen Passwort für Odyssey, bekommt ihr eine Bestätigungsmail, womit ihr dann auch den Kanal aktiviert. That's it. Seid ihr dann auf der Startseite von Odyssey, dann seht ihr hier sämtlichen allgemeinen Content, bei mir ist das jetzt individualisiert, weil ich habe Kanäle abonniert und äh, das erste was ich gemacht habe, ich werde jetzt mal hier die Dunkeleinstellung übernehmen, das ist auch angenehmer für das Auge und was man hier sieht ist, welcome to Odyssey, we have dislikes. Also hat man hier die Möglichkeit, äh, den Kanal bzw. den Film halt eben auch einen Daumen runter zu geben. Das sieht dann anders aus. Das zeige ich mal eben kurz. Gut, da gehe ich auf meinem. Und zwar hier. Oh, da hat jemand hier schon mal das gut gefunden. Ich mag das. Oder ich mag das nicht. Natürlich könnt ihr natürlich auch kommentieren, was ich auch mir wünsche. Ähm, oh, der Alan Dufont hat zum Beispiel hier einen Komment abgegeben. Den werde ich auch mal liken, den Komment. Und äh, das Schöne dabei ist, man kann ja auch äh, zu den Kommentaren so ein paar Emojis mit reinmachen. Da geht halt eben was Besonderes auf oder hier auch Herzchen vergeben. Mache ich jetzt mal beim Alan Dufont auch mal. Also ähnlich wie YouTube. Das wäre dann sozusagen hier in dieser Sektion, wenn ihr was hier reinschreiben möchtet. Man könnt hier auswählen unter den ganzen Emojis. Natürlich sind das Odyssey-Emojis. Oder ihr könnt auch Sticker hinzufügen. Hier gibt es eine Auswahl von Stickern, die ihr dann halt eben auch äh, einblenden könnt. Ihr könnt Trinkgeld geben in Form von Libraries. Das sind meine Libraries insgesamt, 126,3. Und dazu sei gesagt, das Konto wird immer aufgefüllt, je mehr Content ich hochlade. Je mehr ich Content mir ansehe, das kann natürlich vom Wert variieren. Dazu gibt es dann hier eine Prämienfunktion, leider noch auf Englisch. Da kann ich sehen, aha, Current Score der gesichteten, des gesichteten Contents sind 1453 und äh, dann gibt es dann wieder 10 Libris mehr, wenn ich die 2500 erreicht habe. Dann gibt es eine Tagesdosisprämie, die man sich abholen kann. Dann äh, kommt es natürlich drauf an für Follower, wie viele Follower man hat. Mir fehlen also noch ein paar äh, Follower und <laughs> deswegen würde es mich echt freuen, wenn ihr euch da auch anmeldet, registriert und äh, einen Kommentar da lässt, ein Like da lasst und vielleicht noch ein bisschen mehr. Des Weiteren gibt es hier einen Einladungslink. Wenn ich darauf gehe, dann kann ich sozusagen jemanden per E-Mail hier per E-Mail einladen. So nach dem Motto hier, ich habe hier einen Odyssey-Kanal neu, frisch und dann gebt ihr von eurem Kumpel eure E-Mail-Adresse ein. Er sieht das dann und Odyssey merkt dann, ups, da ist jemand von außen per E-Mail auf denjenigen zum Odyssey-Kanal gestoßen und dafür gibt es dann auch Credits. So. Ich habe zum Beispiel hier verpasst, schon mal hier meine fünf Credits hier abzuholen. Die habe ich jetzt mal gerade eben abgeholt. Und hier unten kann ich sehen, wer hier alles ähm, hier gefolgt ist oder auf meinem Kanal war. Das geht aber nur, wenn es außerhalb von Odyssey ist und nicht innerhalb von Odyssey. Zum Beispiel den Alan, den wir eben gesehen haben. Und deswegen steht hier nicht beanspruchbar und so weiter. Und das sind zum Beispiel so ein paar äh, ja, äh, Versuche, die ich selber gemacht habe. <laughs> ja Odyssey ist da ein bisschen schlau deswegen wird das dann auch nicht beansprucht also ist dann nicht beanspruchbar was haben wir denn noch wenn wir hier auf unseren Konto-Button klicken hochgeladen, das ist das was ich dann zur Zeit hochgeladen habe in letzter Zeit dann haben wir Kanäle, die habt ihr anfangs gesehen dann äh, Statistiken gibt es hier auch das kann ich dann hier sehen kann dann hier äh, meine einzelnen Kanäle abgucken hier zum Beispiel hm, wer war denn hier zum Beispiel mal was ist denn hier bei synthesized aha da hat es zwei abonnenten insgesamt 39 aufrufe und ja halt ebenso ähnlich wie bei youtube dann gehen wir mal auf die auf den Startbutton das ist so ähnlich wie abonnierte Kanäle und dann gibt es natürlich auch noch äh, spezielle Themen, wie zum Beispiel übers Kohle verdienen. Gibt es ein paar Tipps. Dann große Hits, was hier am meisten geschaut wird. Dann haben wir hier, was Spiele angeht. Dann was Musik angeht. Was das Weltall angeht. Also jede Menge erstmal so grobe Überkategorien. Was ich gerne gucke, ist zum Beispiel Technik und Labor. Weil ich bin auch ein bisschen elektronisch bewandert, weil man sieht hier ganz viele Platinen und so eine Geschichten. Da kann man immer wieder schöne Informationen holen. Dann gibt es hier noch Nachrichten und Politik und Finanzen und Wilder Westen. Ja, wie funktioniert jetzt ein Upload? Bei Odyssey mag sich einer fragen, dafür haben wir dann halt eben hier diesen Wolkepfeil nach oben. Button. Da steht zum Beispiel eine Datei veröffentlicht oder einen Kanal erstellen. Ja, hier sind nicht ausschließlich Filme hochzuladen, sondern man kann auch Bilder hochladen oder nur reine Audiodateien. Und hier gibt es auch wieder die Möglichkeit, den YouTube-Kanal zu synchronisieren, also seinen eigenen. Oder wenn man... Äh, Mindestens 50 Libraries hat, kann man auch hier drüber live streamen. Gehen wir jetzt mal zum Punkt Hochladen. Da kann ich natürlich hier erstmal auswählen. Ich habe, da ich ja mehrere Unterkategorien habe, also mehrere Kanäle, zum Beispiel ich gehe jetzt mal auf Musikvideos, da muss ich erstmal achten, auf welchem Kanal ich das hochlade. Dann äh, steht der Name hier, der generiert sich automatisch. Ich werde mal äh, irgendeine Musikdatei mal hochladen und unten drunter steht sogar für eine Video, also für Videoinhalte nutze MP4s in dem H24 AAC Format und eine adäquate Bitrate unter 5 Megabit pro Sekunde. Ja, aber es funktioniert ganz gut und von etwa, das muss mindestens heißen, 720p. Ich habe meine Videos grundsätzlich immer in 1080p hochgeladen und äh, die Limitierung liegt bei 10 gigabyte Jetzt such, durchsuche ich mal nur zu ähm, Demonstrationszwecken ein Waff aus einem alten Spiel C64 Turrican 2, wobei mir gerade einfällt, es ist eigentlich gar nicht so das Richtige, sondern ich müsste auf Retro Arcade Games gehen. Da sind ja auch alte Computerspiele und solche Geschichten ähm, dokumentiert. Dann kann ich hier meinen Titel eingeben. Ja, und unten fügt ihr eine Beschreibung ein. 8-Bit-Sound habe ich eingegeben. Jetzt kann man hier ein Bild hochladen. Oder man kann eine URL eingeben, die sozusagen auf das Bild verweist, falls ihr einen Server habt. Oder wenn es eine Videodatei ist, gibt es noch die Funktion, dass man aus dem Video heraus ein spezielles Bild herauslösen kann, um das als Vorschaubild zu nehmen. Und hier habe ich schon ein passendes Bildchen. Das wähle ich aus. Lade es hoch. Dann wird das Vorschaubild hochgeladen. Empfohlenes Seitenverhältnis 16 zu 9, ist klar. So, dann können wir hier bis zu fünf Schlagworte, also äh, Tags, eingeben, was ich hiermit gemacht habe. Drücke Enter. Und jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Teil. Und zwar kann ich meinem Content einen Wert geben, den ich hier frei bestimmen kann. Und ich habe ja oben hier mein Wallet. Und. Äh, Unten steht noch eine Fußnote, wenn Sie mehr als 0,01 LBC, also das ist die Währung, also die Libris, und den Content hier aufruft, werden Ihre veröffentlichten Inhalte geladen. Sie können jedoch für jedes Gebot eine längere Version dieser URL bekommen. Das muss man erstmal übersetzen, was das eigentlich heißt. Und zwar, desto höher mein Einsatz ist, also ich könnte hier auch ganze Zahlen nehmen oder 0,1 nehmen, und ihn höher wähle als unten angegeben, habe ich eine höhere Trefferchance. Das heißt, ich steige in der Liste auf und wenn jemand diesen Content aufruft, dann wird bei ihm in der rechten Liste, ne, das hatten wir ja vorhin gesehen, mehr von meinen weiteren hochgeladenen Content angezeigt. Und äh, ich kann auch sagen, äh, dieser Datei einen Preis geben. Das wäre dann sozusagen, ähm, für den Betrachter müsste er erstmal an mich ein Libri sozusagen senden, also indem er es dann sozusagen anguckt und dann, wenn der Betrachter meinen Content ansehen oder anhören möchte, dann wird er gefragt, ob er diesen Wert spenden möchte, bevor es sich anguckt. Ich kann meinen Preis nämlich ja auch selber variieren, also 0,001 zum Beispiel. Oder kann einen anderen Wert eingeben, 0,05, das ist egal. Und derjenige, der mich unterstützen möchte und diesen Wert bezahlen möchte, um diesen Content anzuschauen, bekommt ihn dann zu sehen und es wird von seinem Wallet, also von seiner Brieftasche, etwas abgezogen. Und zwar dieser Wert, der hier steht. Das kann von Content zu Content unterschiedlich sein. Mal mehr oder weniger. Aber ich lasse es mal kostenlos. So, jetzt hat sich das hier Fenster ein bisschen verschoben. Das war weiter oben in dem vorigen Video, also in dem vorigen Schnitt, den ich hatte. Dann kommen wir mal zu den Lizenzen. Da gibt es auch einen eklatanten Unterschied zu YouTube. Bei YouTube gibt es nur zwei Lizenzen. Einmal eine Creative Commons Attribution Lizenz und eine YouTube Lizenz. Sonst nichts. Voreingestellt bei YouTube ist die YouTube Lizenz. Was da heißt, alles... Was ihr an Content hochladet, gehört automatisch YouTube. Da verdient ihr nichts dran, es sei denn, ihr habt euren Kanal monetarisiert. Unter diesen vielen verschiedenen Versionen des Creative Commons Attributions, was man sich mal im Internet mal nachlesen müsste, ich weiß ungefähr was es ist, der eine ist so von wegen international, das andere ist dann halt eben nur unter Erwähnung des Namens oder unter Weiterverbreitung, aber diese Option ist ja schließlich optional, wie es hier steht. Ja, dann haben wir eigentlich bis jetzt alles. Dann lade ich es hoch, beziehungsweise dann kommt erst noch eine Upload-Bestätigung. Die Datei, der Titel, die Beschreibung, unter welchem Kanal ich das laufen lasse, dann der Code dafür, dann die Einzahlung, die ich dafür mache, den Preis fürs Anschauen, was ja kostenlos ist, Sprache Englisch, Lizenz keine, die Tags hier und... Die Transaktionsgebühr, wenn ich etwas hochlade, was man hier sieht, es ist eigentlich sehr, sehr gering. Und dieser Wert hier hat sogar sechs Stellen hinter dem Komma. Ja, und dann können wir es hochladen. Hier steht übrigens, wenn die Transaktion gesendet wurde, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und jetzt gucken wir mal hier rein. Hier ist auch wieder dieser Fortschrittsbalken. Fürs Hochladen mit dem Vorschaubild. Und ich kann euch sagen, dass das Hochladen zum Beispiel eines halbstündigen HD-Films oder Contents 1920x1080 ungefähr 30 Minuten, 45 Minuten dauert. Das geht also relativ fix. Warten wir mal ab, was dann kommt. Auf geht's. Er verarbeitet jetzt gerade. Und dann kommt ein Pop-up. Erfolgt. Ein Inhalt wird gleich verfügbar sein hier ist die bestätigung die wird noch eben äh, kurz überprüft sage schließen und dann dürfte es gleich bestätigt worden sein was auch auffällt ist dass hier immer nur drei tags angezeigt werden so wie auch bei den anderen hochgeladenen content das ist aber nicht schlimm das wird im hintergrund behalten zu welcher Kategorie das gehört. Zum Beispiel habe ich hier noch Soundtrack reingeschrieben. Also wenn jemand nach Soundtrack guckt, dann wird auch das hier mit dabei sein. Jetzt ist der Wert wieder runtergegangen. Vorher waren ja 131,3, jetzt sind es 131,22. Das liegt daran, dass ich hier die Transaktionsgebühr bezahlt habe. Und wenn man hier noch mal länger drauf hält, dann heißt es sofort ausgabefähig 87,75. Warum, so, warum ist das weniger? Ganz einfach. Um ein Polster zu haben für die Transaktionsgebühr. Sofort ausgabefähig für Kumpels, Freunde hier auf Odyssey kann ich dann halt eben 87,75 ausgeben. Und den Spenden kann sie unterstützen. Eine sehr schöne Funktion, finde ich. Ja, die Bearbeitung ist fertig. Das Film lässt sich angucken. Es waren elf... Oh, 11 Minuten 25 sehe ich gerade. Sehr gut. Hier ist das Vorschaubild zu sehen. Und wenn wir was abspielen, hören wir natürlich nur den Sound. Also ein typischer 8 Bit Sound. <laughs> Vielleicht werde ich es auch mal zeigen unter meinem Retro Arcade Games Kanal. Und gleichzeitig wird hier auf der rechten Seite all das, was mit meinen Attacks ähnlich ist oder auch im Titel hier nochmal angezeigt. Interface Original Soundtrack. Hier sehen wir Soundtrack VC20. Ups. Cool, das sehe ich ja jetzt erst. Muss ich mir angucken, das sieht nach Donkey Kong aus. Äh, das war mein allererster selbst gekaufter Homecomputer in den 80er Jahren. Ja, und alles Mögliche. Auch hier ist natürlich. Ein Vollbild möglich, dann hier die Geschwindigkeit und es wird automatisch die höchste Auflösung äh, gezeigt. Hier haben wir auch noch mal einen Kino-Modus, den wir hier auch wieder abstellen können. Und auch hier unten sehen wir wieder den Unterstützen-Button, einen Speicher-Button natürlich nur für die eingeloggten Leute und einen Teilen-Button, Bearbeiten und mehr. Da es Herunterladen. Das geht aber nur für den Besitzer dieses Kanals. Auch hier kann ich sagen: hier mag ich. Gibt es auch natürlich wieder Kommentare, die man hinterlassen kann. Ja, das war ein kleiner Test, wie man auf Odyssey Content hochlädt. Ja, liebe Freunde, Abonnenten, Zuschauer und Zuschauerinnen, ich hoffe, ihr habt Verständnis für meine Entscheidung, YouTube zu verlassen, aus den vorher eingangs erwähnten Gründen. Und zusätzlich sei auch noch erwähnt, dass YouTube über meinen Content, den ich nicht monetarisiere, trotzdem Werbung schaltet. Auch das Geschäftsgebaren von YouTube ist mir nicht geheuer. Und wie schon gesagt, die Nutzungsbedingungen ändern sich in verschärfter Form. Ich wünsche mir deswegen und hoffe auch natürlich auf euer baldiges registrieren auf odyssey damit ihr weiter interaktiv mitmachen könnt damit ihr wieder kommentare schreiben könnt und auch ein like geben könnt oder ein dislike nicht wahr ja so viel genug der worte ich verabschiede mich und äh, bis zum nächsten mal macht's gut